hier, das ist richtig mit Arbeit verbunden. Das hier muss so klein geschnitten werden. Hier ist alles mit, hier wird nichts groß gelassen. Warum wird es klein geschnitten? Ja, dass du pflügen kannst hier. Ach so. Wenn du sonst so groß hast, kannst du mit pflügen. Dann hast du hier die Stücke groß liegen, dann kannst du sie nur mulchen oder du musst sie scheren, weißt du. Du musst die Gräben richtig abscheren. Da ist noch mehr Arbeit. Rebschnitt ist mit der längste Arbeitsgang, wo es gibt. Das dauert am längsten von allem. Oder früher hast du die Reben ja geholt und hast die runtergeschoren bis unten zur Mosel und hast die unten verbrannt. Aber heute gehst du ja hin, Rebschnitt ist ja, im Endeffekt ist ja Holz. Und Holz ist ja ohne Nährstoff. Macht also Kompost. Und bei 7 Mal das hier drin gelassen, hast du eine Düngung. Den Rest brauchst du nur für, im Endeffekt brauchst du das für den Sommer, für deinen Herbst, für deine Zuckerbildung. Da brauchst du mehr Blattmasse, verstehst du? Aha. Die Blattmasse, die holst du über die mehreren Teile, wo du drin lässt. Ja, aber wenn du nur 2 drin lässt? Und du nur 2 Triebe hast, hast du maximal 22 Blätter. Hast du aber jetzt 10. Triebe drin, sagen wir mal, du hast die Triebe jetzt hoch, hast jetzt hier, wie hier waren jetzt 7 Triebe hoch, mal 12, hast du 84 Blätter. Ja. Die 84 Blätter versorgen die Trauben mit dem Zucker, dann entscheidet dafür. Und je mehr du hast, und deswegen gehen wir hier hin und machen das alles mit dem Drahtanlagen, da hast du ungefähr 12 Triebe hoch. Und 12 mal 12 Blätter sind 144. Hast du fast doppelt an Blattzahl. Schiebst automatisch deinen Zucker mindestens um 20 Gramm pro Liter höher wie er hier. Aber die alte Methode heißt halt eben, er kann quer gehen und wir nicht. Wir müssen also gerade hocharbeiten, weißt du? Das ist, so ist jetzt, der Rebstock ist jetzt fertig geschnitten. So ein Rebstock dauert im Schnitt, kannst du sagen, zwischen 2 und 3 Minuten. Also wenn du ein guter Schneider bist, im Steilshang wie hier, packst du an der Stunde 21 bis 23 Rebstöcke, wenn du so schnippeln tust, wie ich jetzt gerade gemacht habe. Das ist nichts Schönes, aber da siehst du schon, dass da die Stunden weglaufen. Also das ist das Problem. Wie viele Rebstöcke sind in dem wir da hinten hatten? Hier oben, wo wir die Sonnenuhr hatten, da sind 350 Rebstöcke drin. 350 bis 380 ungefähr. Das heißt ungefähr pro Stock eine Flasche haben wir raus. Ja, genau. Das ist so, das ist schon relativ interessant. Also wenn du mal eine Flasche hast pro Stock, das ist schon gut. Also. Die 2 werden gebunden, werden nur 2 Bogen hier rumgezogen, mehr nicht. Du ziehst keine 7 jungen Fruchtruten. Die Fruchtruten werden hier gebunden, wie die da hinten auch gerade gemacht haben, hast du gesehen. Und die Fruchtruten kannst du nicht maximieren, da kriegst du ja nur Quantität. Und willst du Quantität haben, kannst du dich ja auswechseln, verstehst du? Hast du gesehen, mit der Auslese da oben war schon Top-Qualität. Wenn ich dann auf die jungen Typen jetzt, die ganz jungen Winzerbetriebe gehen, die machen ja meistens nur nach Quantitätsweine. Weil die wollen ja gar nicht die Qualitäten haben. Die wollen Wasser haben. Ja. Vorsicht. Das ist normal. Ach so. Das ist hier in so steil hängen. Ich habe kein Speichsal, ich habe die großen Schuhe nicht dabei. Ich wusste nicht, ob wir hier schon direkt nebendran einen Wingert finden. Denn als ich schneiden wäre, ich habe gedacht, wir gingen in Flache. Da hatte ich nämlich eher Schuhe. Aber wenn du hier schon so was hast, brauchst, hast du 2 Arbeitsgänge Mit einer Klappe geschlagen. Genau. Sommerlaubarbeiten alles. Da sind noch ein paar Stück dann. Da keine. Hier im Berg gibt es zwei Anlagen Rotwein, alles anders richtig. Die haben das Wetter nicht vertragen. Wir machen noch die einmal leer. Also. Hier oben will ich noch extrem machen. Ja, ein Stückchen hoch kommen sie noch. Wahnsinn, also. Aber hier, die sind gut, das weiß ich, also. Hast du die Bilder? Ja. Ah, noch ziehen Sie nach dem Rührung. Die einmal leer, dann holen wir die hoch. Nimm dir die Eimer, nimm dir eine leere Eimer. Ja. Na, 30 Stück. Na, 20. Also hin mit Kränen geholt, mit Quetschen. Drei Ruff, Marion, zwei Rona, okay? Bei Ruck und bei Rona, ja. Das ist euer Haus. Jetzt siehst du. So. Ach, hier würdest du nicht mitgehen, gell? Nee. Hier streikst du. Plage auf! So die ersten 5 Jahre oder so, glaube ich, geben die ja gar nichts, ne? Die Rebstöcke, oder? Oh. Da kommt nichts raus. Siehst du hier? Mhm. Das ist nur Zuckerkonzentration. Aha. Und deswegen haben wir die hier einstehen gelassen, bis das süße Saft richtig süß ist. Mhm. Jetzt war für die Doofen gemeint, dass die bleiben stehen. Die werden mit. Das ist, weil der Chef immer alles in seine Hosenflächen steckt. Ne? Aber nicht. Na, hier liegt aber alles nicht. Ja. Das ist Qualm. Ja, meinst du Trockenbeeren? Aha. Und alle eure Trauben werden so gemeischt? Ja, die wohl die besten so. Ja. Hier sind die besten von drüben, die werden so gemeischt und werden dann drauf gemacht. Aha. Das ist dann Bärenauslese, Qualität. Wie lange kann man die dann stehen lassen? Die stehen im Kühlwaren 14, bis zu 14 Tage. Und das passiert die müssen nicht? Aber bei 0 Grad, also das nicht warm stellen, die müssen richtig kalt sind. Aha. Und bei Trockenbeerenauslese ist kein Stiel dabei, da werden die Stiele noch alle weggemacht. Mhm. Aber dies hier ist Trockenbeerenauslese nicht. Da müsstest du zu viel selektionieren im Weinberg. Und das wäre zeitmäßig, da hättest du keine Trauben mehr am Stock hängen. Mhm. Du könntest zwar diese Trockenbeerenauslese machen, aber die Zeit hast du nicht. Die Trauben werden hier jeden Tag schlimmer. Mhm. Und jetzt der Wind, hast du den Moor ja gesehen, der Wind, wo der Moor durchgepflegt ist, der lässt da alles runter. Ja. Kostet aber die Flasche dann zwischen 200 und 1000 Euro. Oh, ehrlich? Ja, das ist aber Qualität ganz oben. Ja, die höchste Qualität. Ja. Schiene. Wenn so ein Bit stampft, dauert immer eine Viertelstunde. Aha. Und die müssen alle klein sein. Man muss gucken, dass man die alle klein hat. Aha. Und die, die jetzt nicht per Hand gestampft werden? Also die werden ja alle in Bütten gelesen. Die werden mit den Stiefeln, mit sauberen Stiefeln, jeder hat einen sauberen Stiefel stehen, fix und fertig. Und dann gehen die mit Stiefeln da rein. Und die Top-Trauben werden alle, so wie sie hier sind, in den Bütten, kommen die ja drauf. Aha. Um möglichst wenig Schlamm zu kriegen. Also. Kannst du schon nichts mehr erkennen, gar nichts mehr. So, dann hättest du dann gesagt, dass wir dann einen Refraktometer haben, aha, wo er auch gucken kann. Hightech-Gerät. Oh. Jetzt kannst du gucken hier. Da siehst du 130 Öchsele. Bist du drauf? So? Bist du 130 Öchsele drauf? Da sieht man die Beeren aus dieser Qualität dann. Die sind aber jetzt schon frisch, die 130, ohne die richtig trockenen. Die kommen erst dann. Du hast jetzt nur die drin, die gestampft sind, die quasi die Öchsele nicht haben. Das heißt, wenn die stehen, dann geben die anderen den Zucker ab und dann erhöht sich der Zuckergrad. Der normale Zucker geht dann nach oben. Aha. Jetzt haben wir hier die Bütte drin, kannst du gucken, da siehst du 111 Öchsele, siehst du das so? Das ist jetzt die fertige Ware, wo wir da gestampft haben. Und weil die wollte ich nämlich gerne so haben, hätte ich die direkt gepresst, hätte die 103, 104 gehabt. Willst du einen Spezialwein machen, einen Kopf, hier ist jetzt Auslesequalität, die hätte ich normal schon gepresst, aber wir haben geguckt, es waren so viele Edeltrauben drin. Und so wenig, wie der Weinberg abgibt, von der Menge, von den Quadratmetern her, habe ich gesagt, weißt du was, Da gehe ich dann lieber hin und mache mal eine Qualität darin. Ich kann nicht unbegrenzt darin machen. Ich habe ja nur die Möglichkeit, wenn ich da 20, 22 Bütten drin habe oder 25 Schluss. Du musst einen Teil, musst das normale Qualität drin haben und die anderen werden wirklich als Top-Qualität gemacht und normale Qualitäten. Du musst auch Spätlese-Qualitäten haben. Da haben wir gesagt, eine Partie machen wir so, wie sie jetzt ist und das ist okay. Wir hatten da im Weinberg so um die 100 Öchsel, ne? 102, so. 102, 103. Und jetzt bei 100, also ist schon ein bisschen Unterschied in dem Moment. Da wollte ich noch fragen, wie ist die Lage? Der Distrikt heißt Kirschbaum. Kirschbaum. Lage ist Juffer Sonnenuhr. Steilster Weinberg mit 84% Steigung. Hat er leibhaftig erfahren. Genau. Und ohne Muskeln hat er überlebt. Aber du hast gemerkt, was du für eine Anstrengung hattest in den Knochen. Ich meine, alleine ist er auf dem Weg, aber sobald wir da irgendwas machen müssen, wir alle mitnehmen. Da merkst du, wo die Qualität hingeht. Gell? Also ich habe auch gesagt, komm zu dir, ist gut. Steilster Weinberg, also Mosel? Nee, also bei uns hier im Ort ist das der steilste. Also hier im Ort? Ja. Mosel wird es noch steiler geben, wahrscheinlich. Im Bremerkau. Das ist das steilste Europas. Ja. Europas oder sogar der Welt? Aha. Das ist der steilste Weinberg der Welt, Bremerkau. Wir haben hier alle Weinberge, alle so stehen, dass die in der Sonne stehen. Die Kollegen haben, wenn du guckst, da oben sind welche, die drehen die noch ein bisschen. Da drehen ist schlecht. Also hier, wenn du guckst, der Kästnerberg. Juffer geht bis hier ungefähr. Der Baum hier schneidet Juffer ab mit zu Kästen. Die Kästen hat einige Weinberge gedreht. Warum man die dreht, weiß ich nicht. Man legt normalerweise die Sonne, keilt so drauf. Dann lege ich die Sonne in die Berge rein. Gell? Und nicht umgekehrt. Zieh die nochmal hinten in die Ecke. Bitte. Und das musst du schon sehen. Also ich will nie einen Weinberg so drehen, also ich wegdrehe von der Sonne. Ja. Du musst ihn zu der Sonne hindrehen. Also. Geht so, oder? Extra mal Kaffee gekocht, den Film Team. Nicht euch wird noch näher reinfahren. Kommt nicht mehr gut da. Weil das Ganze jetzt schon, der Saft kommt, ist der meist schon runtergelaufen, wenn du guckst. Das heißt, bei der Vorentsaftung wird nur mal ein bisschen hin und her gedreht, dann kann sich, dass sich die Maische jetzt ein bisschen bewegen tut. Programmlos, Stadtprogramm, normales Stadtprogramm. Jetzt hörst du schon den Zyklus, dass jetzt die Mosel fängt an, pumpt jetzt Luft rein. Wirst du gleich sehen, damit wir unten an sie laufen kann. Müssen wir nächste Woche mal gucken, da gären die anders. Das ist die Anfangsgärung, das ist immer langsam. Ja, so. Das ist dazu drauf, dass hier die Bläschen bekommen. Ja, ja, sieh. Siehst du die Flieren, wenn du guckst hier? So, so. Geht ab so. Das ist wieder drauf. Moment.